Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Mathematik von Lindemann und Haftbefehl in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mathematik von Lindemann und Haftbefehl, das Ganze am 19. Dezember 2018 erschienen. Ja, dieser Mann hier, Lindemann, dürfte den meisten Menschen ein Begriff sein, und zwar in seiner Tätigkeit als Sänger, als Frontmann bei Rammstein. Aber er ist auch abseits von Rammstein alleine unterwegs, beziehungsweise mit einem Partner als Lindemann unterwegs. Und in diesem Fall gab es eine Single mit einem sehr ungewöhnlichen Feature-Gast, und zwar einem deutschen Rapper, in diesem Fall Haftbefehl. Ja, das Ganze wurde auch noch als Vinyl hier ausgekoppelt. Ist ja selten heutzutage, dass Singles wirklich noch als Vinyl gepresst werden. Große Künstler erlauben sich das, und in diesem Fall wurde das Ganze gemacht. Ja, wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. Wir schneiden hier einfach mal auf. Ganz vorsichtig. So. Und dann können wir hier auch nochmal kurz einen Schnitt machen. So, also hier oben lesen wir Lindemann featuring Haftbefehl Mathematik. Der Schriftzug hier wird von so einer Wurzel, also von so einem Wurzelzeichen, eingeschlossen. Dann haben wir hier im Hintergrund jede Menge Formeln, jede Menge mathematische und physikalische Formeln. Und dann haben wir hier den Interpreten Lindemann abgebildet. In diesem Fall echt etwas verstörend, das Cover, aber so kennt man das ja auch von den Rammstein-Alben oder von den Covers. Wir haben hier den Mann im Profil abgebildet, mit durchgestrecktem Hals, hier tritt richtig so die Ader raus. Dann haben wir hier diverse Zähne, die ihm hier vorne aus dem Maul ragen. Also es sieht fast aus wie ein Raubtier, wie ein Raubfisch. Echt, echt beängstigend, das Cover. Auf der Rückseite haben wir die beiden Tracks. Wir haben hier nämlich eine 7-Inch Vinyl, wie man es bei Singles so kennt. Und wir haben auf der A-Seite und auf der B-Seite daher lediglich einen Track. Ja, Seite A, in diesem Fall, das ist der Track an sich, Mathematik featuring Haftbefehl. Hier lesen wir in Klammer A19 Mix. Und dann haben wir auf der B-Seite noch den Mathematik Sture Mix. Das ist eine Variante, wo Haftbefehl dann nicht dabei ist und auch ein anderer Beat. Dann haben wir hier auch wieder im Hintergrund diese ganzen Formeln, diese Skizzen. Dann haben wir hier die Credits zu diesen beiden Tracks und einen Barcode. Ja, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine schwarze, so, eine schwarze Hülle. Das Ganze ist von innen weiß, es ist nichts mehr drinnen. Und wir haben hier zum einen natürlich die Vinyl, kommt in einer schwarzen Papierhülle. So sieht dann die Vinyl aus. Wir lesen hier einen großen 18er auf rotem Untergrund, also wie man es von Filmen oder so kennt. In diesem Fall steht aber nicht FSK 18, sondern FSR 18, und darunter steht Fick sie richtig. Also das kennen wir ja vom Refrain, da wird das ja mehrmals wiederholt, diese Hass-Tirade gegen die Mathematik. Dann werden wir das Ganze mal wieder einpacken. Also 7-Inch Vinyl, B-Seite und A-Seite klassisch in schwarz gehalten. Und damit nicht genug. Wir haben hier auch noch so ein kleines Zettelchen dabei im Querformat. Hier haben wir auch wieder FSR 18. Dann Lindemann vor dieser beschrifteten Tafel. Und auf der Rückseite gibt es hier jede Menge Schrift zu lesen. Also wir haben hier den ganzen Text des Liedes, das gefällt mir gut. Habe ich so bei einer Vinyl auch noch nie gesehen, dass man hier wirklich die Lyrics mit reinpackt auf einen Extrazettel. So sieht das aus, der gesamte Songtext.
Dann haben wir hier auch noch diverse Formeln und hier, das Ganze ist ja mehr oder weniger Postkartenformat, hier oben, wo dann die Briefmarke sein sollte, in diesem Fall dann ein Scheißhaufen und hier dann drei Zeilen, wo man entsprechend einen Empfänger reinschreiben könnte. Und dann haben wir hier noch einen Grabstein für die Mathematik, die hier offenbar beerdigt wurde. Ja, das war's soweit zu diesem Album, beziehungsweise zu dieser Single, zu dieser Vinyl. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich hier drin befindet. Einmal dieser eben gezeigte Zettel hier, dieses kleine Kärtchen hier im Postkartenformat. Dann natürlich die Vinyl an sich, 7-Inch Vinyl mit A- und B-Seite. Zwei Tracks sind darauf. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren 7-Inch Vinyl von Lindemann und Haftbefehl. Mathematik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Single bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lindemann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.